große noch aktive Vulkan heißt Lascar. Von San Pedro de Atacama aus nach Süden, längs der Ruta del Desierto, geht die Fahrt heute zu den Hochlandlagunen Miniques und Miscanti. Auf dem Weg dorthin machen wir einen Abstecher in die riesige Salzpfanne Salar de Atacama, zur Laguna Chaxa mit dem Naturreservat Los Flamencos. Andenflamingos und Chileflamingos leben in der Lagune in gemischten Gruppen. Sie ernähren sich, wie hier ein Andenflamingo, von kleinen Krebsen, Insekten, Mollusken und Algen, die sie aus dem Bodenschlamm des Salzsees mit ihren Schnäbeln ausseien. Typisch für den Andenflamingo das schwarze Dreieck im Schwanzgefieder und die gelben Beine. Wunderschön die Spiegelungen der gründelnden Flamingos auf der spiegelglatten Wasseroberfläche. Der Salar besteht aus einer harten, rauen, weißen Schicht Salz über einer lithiumhaltigen Sohle. Wasser tritt in Tümpeln hervor und bildet wichtige Biotope. Der Bärtstrandläufer pickt bei seinem schnellen Gang durch das seichte Gewässer seine Nahrung, überwiegend Wirbellose. Den Chile-Flamingo kann man einfach an seinen kräftig roten Kniegelenken erkennen. Schön zu erkennen die gelben Knie des Andenflamingos. Wir verlassen nun den Salzsee und biegen ab nach Osten Richtung Berge, nach Socaire. Socaire ist ein Dorf mit 200 Einwohnern und liegt an der Ruta 23 in 3500 Metern Höhe an der Strecke zu den Hochlandlagunen. Die alte, aus Vulkangestein gebaute Kirche ist das Wahrzeichen von Socaire. Dicht unter dem Hochgebirge gelegen, sind hier die Umweltbedingungen extrem. Ein kleiner Wasserfall treibt einen Generator für Elektrizität an. Im Winter ist die Schneedecke 2 Meter dick.
Unser Tourguide erklärt uns, wovon die Menschen hier leben. Alte Pflanzensorten wie Mais und Kartoffel, die speziell in dieser Höhe gedeihen und den kargen Böden und dem harten Klima angepasst sind, werden hier auf Terrassen angebaut. Sicher ein hartes Leben, das durch den zunehmenden Tourismus aber etwas erleichtert wird. Wir setzen nun unsere Fahrt Richtung Altiplano fort und erreichen bald in der Höhe von 4200 Metern den höchsten Punkt. Nach Überquerung des Höhenkamms liegt nun vor uns die Laguna Miscanti und weiter durch die Laguna Miniques, wo wir einen Stopp einlegen. Die baum- und strauchlose Landschaft wirkt in dieser Höhe wie eine fremde Welt, auf ihre Grundelemente Himmel, Erde und Wasser reduziert. Irgendwie unwirklich. Zurück nehmen wir den Fußweg und entdecken in einiger Entfernung am Südostufer der Lagune Miscanti eine Herde Guanacos. Nur wenige Vögel sind hier anzutreffen, wie das gehörnte Blässhuhn mit seinem markanten, hornartigen Stirnlappen. Die Andenmöwe lebt ausschließlich in diesen Höhen, wo sie sogar brütet. Wir lassen ein letztes Mal das Panorama der Vulkangipfel hinter dem tiefblauen Wasser und den hellen Salzkrusten der Laguna Miscanti an uns vorübergleiten. Nun geht die Fahrt zurück nach Socaire. Wir sind überrascht und freuen uns, einen Suri zu beobachten, den kleineren Bruder des südamerikanischen Laufvogels Nandu. Neugierig schaut er zu uns herüber, ist aber gar nicht scheu. Weit unten, hinten am Horizont die Salade Atacama, die wir heute Morgen bereits besucht hatten. In Socaire werden wir nun einkehren und die berühmte Gemüsesuppe und das Hähnchen genießen. Dann in Toconao noch ein Kamel füttern. Bald sind wir zurück in San Pedro de Atacama.